24-7 Fußball würde ich das nennen und 24-7 HSV. Mich nimmt so ein Spiel immer wahnsinnig mit. Wir planen eigentlich alles um den HSV so herum. Die Bundesliga-Reiseführer-App ist eine App, die sehr, sehr gut für Menschen mit und ohne Behinderung geeignet ist. Sie benennt beispielsweise Ansprechpersonen, sie benennt Möglichkeiten im Stadion. So dichter ans Spiel geht, umso mehr Unsicherheit misst sich in die Emotionswelt. Ich bin André Fricke und bin 26 Jahre alt. Seit ungefähr 2017 bin ich aktiver und großer HSV-Fan. Meine Leidenschaft für den HSV kommt durch meinen Bruder. Und dann hat er mich 2-3 Mal ins Volkspark mitgenommen. Und dann hat es mich total gepackt. Ich war euphorisiert. Ich bin Marcel, bin 26 Jahre alt, bin großer HSV-Fan und wohne in Lübeck. Das hat sich so nach und nach aufgebaut. Aber was jetzt so der entscheidende Punkt war für diese Liebe, das kann ich gar nicht so sagen. Als Groundhopper versuchen wir am Wochenende 3 Spiele zu machen. Freitags ist meistens HSV 3, dann gibt es meistens ein Profispiel. Und die Planung übernimmt meistens André. Wir stellen uns immer eine grundsätzliche Frage. Nehmen wir das Auto oder den Zug? Dann geht es darum, über den barrierefreien Reiseführer von der DFL da auch den Erstkontakt herzustellen, weil ich dann weiß, die Plätze sind zum Beispiel ganz unten an der Grasnarbe. Ich bin vor Spielen immer noch sehr aufgeregt. Natürlich vor dem einen mehr, vor dem anderen weniger, aber nachher, wenn es dann in die entscheidende Phase geht, auf jeden Fall vor jedem. Über die Zeit lernt man einfach immer mehr Mitarbeiter kennen, Freunde. Wir definieren Inklusion nicht nur auf den Behinderungsbegriff, sondern gucken, dass wir allen Menschen die Teilhabe bei uns im Stadion ermöglichen können. Die neue App, die Bundesliga-Reiseführer-App, ist eine inklusive App, die sehr viele, sehr wertvolle Informationen liefert zum Stadionbesuch. Alles das, was der Fan braucht, um gut ins Stadion zu kommen. Und all diese Sachen sind natürlich barrierefrei, indem beispielsweise auch leichte Sprache ein großes Thema ist. Alle Informationen in leichter Sprache auch kommuniziert werden. Ich möchte einfach mit dem Fußball tolle Erlebnisse haben und auch durch den Fußball. Was da in mir vorgeht, das kann ich ganz schwer beschreiben. Ich hatte wahnsinnig viel Freude. Das waren einfach pure und sehr, sehr wichtige Emotionen. Heute Abend werde ich auf jeden Fall richtig gut schlafen. Es ist einfach mega geil zu sagen, ja, in 90 Minuten, in 2 Stunden spielt hier mein HSV und ich habe es wieder geschafft, pünktlich da zu sein.